Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo hier zum Halloween Special. Und zwar zu einem super gruseligen Ausritt gemeinsam mit meiner Schwester. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt schon wieder Ja gesagt habe. Ich habe schon mal so einen Gruselausritt gemacht. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das mache ich nie wieder. Aber jetzt zum Halloween Special machen wir sogar noch einen Ticken Ärger. Nur mit einer Taschenlampe bewaffnet. Mein Handy ist auch dabei, die Kamera. Wir reiten zu einem Friedhof und an den Waldrand. Also in den Wald, glaube ich, da sterbe ich sowieso. An Waldrand sterbe ich auch. Das ist jetzt mal der Plan. Los geht's. Wir haben uns jetzt schon mal ausgerüstet mit Reflektoren-Sachen, wie zum Beispiel diese Reflektorschabracke, die ich selbst gemacht habe. Schau mal da oben, da siehst du auch dann, wie du das super easy selber nähen kannst. Oder dieser semi-professionell genähte Schweifschoner mit Reflektorteilen dran. Die Ruby ist auch ausgerüstet und zwar auch dann mit dieser Reflektor-Ausreitdecke. Also ich weiß wirklich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Na gut. Okay, jetzt raus aus dem Stall. Ich mag nicht ins Dunkle. Meine Schwester ist jetzt hinter mir. Die Mutige und ich bin die nicht ganz so Mutige. Da ist noch hell, da geht's ja noch. Oh Mann, es wird schon dunkler. So sieht das Ganze mit Taschenlampe aus. Und so ohne. Boah, ist das dunkel. Und diese roten Teile hier am Arm sind unsere einzigen Lichtteile, plus die Taschenlampen. Da ist meine Schwester, da bin ich. Oh Mann. Auto hinfahren und kurz aussteigen, okay. Aber nicht mit dem Pferd hinreiten. Gut, dass die Pferde tiefenentspannt sind. Mit dem Pferd hinreiten und da kommt man nicht mehr so schnell weg von dort. Hast du eigentlich irgendwas Spezielles zu Halloween? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und würdest du dich trauen, da so einen Nachtritt zu machen, so einen Mitternachtsritt? Dann schreib es mir auch gerne, weil ich glaube, es hat jetzt so, es ist glaube ich 23:30 oder so, 23:35 Uhr. Kurz vor Mitternacht. Vollmond ist auch nicht, das heißt, es ist stockdunkel. So fürchterlich, wenn du einfach hier so ins Dunkle, ins Nichts reitest. Stell dir vor, du drehst dich um und plötzlich steht da jemand. Und darauf reiten wir jetzt, dass was so beleuchtet ist. Ist der Friedhof und dort oben ist nämlich auch, also da links oben, da ist auch ein Wald. Am liebsten würde ich jetzt schon wieder umdrehen. Letztes Mal war es ja noch harmlos, da sind wir eine Runde geritten und hatten die Mutprobe beim Nachbarn. Jetzt reiten wir darauf, ich meine, ein Friedhof, hallo? Es ist auch so schon gruselig genug jetzt in der Nacht. Oh Gott. Aber Hauptsache die Pferde sind komplett entspannt, also ich merke überhaupt keinen Unterschied zu normal tagsüber. Denen ist das echt egal. Hauptsache ich habe voll Angst. Also es ist wirklich sehr unangenehm. Ich würde das nicht nochmal machen, aber gut, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Okay, wir kommen dem immer näher. Es ist einfach wie in einem perfekten Horrorfilm, ehrlich gesagt. Es liegt nämlich alles so schön ruhig da und das Licht und so. Schau mal. Kommst du? Wo muss ich vorgehen eigentlich? Jetzt schon ganz nah am Wald. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist alles hier schon Wald. Okay. Okay. Wie weit wollen wir da überhaupt hingehen? Komm, ruhig jetzt ganz schnell nach. Ich bin so nah am Wald. Oh Gott. Oh Gott. Sorry, dass man nicht zu wenig erkennt, aber es ist gerade zu. Oh. Oh.
Oh Gott. Ich muss hier alles abchecken. Okay. Okay. Da ist der Friedhof. Boah, neben mir ist der Wald. Na gut, also dann. Wir waren jetzt da. Los, bitte. Komm, Ruby, umdrehen. Ich gehe sicher nicht noch in den Wald, da sterbe ich ja. Nein. Ich fixe dich in den Wald. Bist du verrückt? Na gut. Oh Gott. Warte. Ich sehe überhaupt nichts. Ruby. Warte, Ruby sieht auch nichts. Warte kurz. Ruby. Oh Gott. Oh. Okay, die Ruby hat jetzt nichts gesehen. Warte mal ganz kurz. Das ist das Ultra-Chaos gerade. Aber sie sieht nicht, wo sie hingehen soll. Da, bitte da. Komm, da. Okay. Es kommt einfach noch dazu, wenn das Pferd nicht weiß, wo es hingehen kann und hier alles nämlich mega steil ist daneben, geht's nicht. Okay, meine Schwester ist jetzt gerade hinter mir. Das ist das weiße Licht, was da hinten ist. Wenn ich da jetzt irgendwo was bewegen sehe, wenn ich da jetzt irgendwen sehe oder sowas, dann schreie ich so laut ich kann. Ich kann gar nicht glauben, dass wir jetzt da hinten oben waren. Stell dir vor, da oben, wo wir jetzt gerade waren, steht jetzt wer und winkt uns einer runter. Suchst du noch passende Halloween-Verkleidungen? Ich habe dir da auch ein Video gemacht. Schau am besten mal da. Außerdem habe ich ein Pferd komplett Halloween skelettmäßig angemalt und war dann auch als kopflose Braut unterwegs. Wie das genau aussieht, das Video verlinke ich dir auch hier mit einem Halloween-Special und alle Links auch jetzt unterhalb von mir in der Infobox. Wir hören ja lauter komische Geräusche. Bevor du gehst, unbedingt noch eine Bewertung da lassen, kostenlos abonnieren und okay, da bellt irgendein Hund. Wir sind jetzt auch schon bald im Stall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Happy Halloween. Ah ja, und was ich noch ganz vergessen habe zu sagen, ich bin erst jetzt drauf gekommen, dass ich eigentlich ohne Handy ausgeritten bin. Das habe ich jetzt im Stall vergessen. Gut, dass wir gleich zurück sind.